Oh, wisst ihr eigentlich, wie blöd ich bin? Wisst ihr eigentlich, wie verdammt scheiße ich bin? In der letzten Folge von New Super Luigi U Deluxe. Im Geisterschiff gab es selbstverständlich wieder zwei Wege, das Level abzuschließen. Mit dem Secret Exit kamen wir in ein Bonus-Level, welches uns im Endeffekt dann einen Weg nach Welt 6 offenbarte. Danach ging es noch an den Kampf mit Larry. Das heißt, wir haben die dritte Welt abgeschlossen und starteten auch gleich noch ins erste Level der vierten Welt. Dort mussten wir uns mit Boxbolden rumschlagen. Versteht das? Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Luigi U Deluxe. Wir starten hier weiterhin durch in Welt 4. In den Eisbefleißfällen Pincool Polka heißt das Ganze. Ich habe mir den kleinen blauen Baby Yoshi geschnappt, mit dem werden wir jetzt ganz viel Spaß haben. Ja, du kleiner Fratzke, du wirst jetzt hoffentlich hier ganz viele von den Pincools für mich fressen. Aber jetzt habe ich wegen dir ja schon mal den Pilz verschissen. Okay, da ist nochmal einer. Gut, dann hat sich das ja geklärt. Was zum Teufel? Oh mein Gott, ja. Du Baby Yoshi, du bist der Beste, mein Freund. Alles klar, Mann. Hoho, ja moin. Okay, alles klar, Freunde. Ihr kennt euch alle aus. Schön alles in Münzen verwandeln kann der Gute. Und zu einer geringen Wahrscheinlichkeit kann er tatsächlich sogar auch... Ja, Mensch, was kann er denn? Okay. Gut, da klebt übrigens ein Pixel Luigi. Okay, nice, 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 nice. Nein, nicht so nice. Ah! Ey, das ist so ätzend. Jetzt mal no joke. Oh Mann, ich hätte es fast cheated bekommen. Oh. Okay, dann versuchen wir es mal so. Ja, so geht's. Wenn man einmal drauf hüpft, dann sind die Dinger sau langsam. Und oh mein Gott! Was war das denn? Okay. Das hat mir gerade ein bisschen Kacke in der Hose gemacht. oh Mann. Okay. Damit haben wir das Level geschafft. Die letzte Starcoin hat es wirklich in sich gehabt, aber wenn ihr da Probleme habt, einfach auf einen Typen draufhüpfen, den dann einfrieren und dann ist es auch um einiges einfacher. Okay, Bum-Bum wartet schon auf uns. Dann lassen wir ihn auch gar nicht lange warten, sondern, ja, battlen gleich mal mit ihm im Eiszeit, im Tauwetterturm. Ja. Die Eiszapfen werden halt gleich auf uns drauffallen und hier ist ein Pixel Luigi. Bevor wir aber da nach oben gehen, werde ich einmal kurz hier hochgehen, um zu checken, ob man hier sterben kann. Nein, eigentlich wollte ich nicht checken, ob man sterben kann. Da rechts ist auf jeden Fall ein Starcoin. Und rein da. Und es ist die... Das kann nur mir passieren. Okay, jetzt sammeln wir sie ein. Ja, wunderschön. Hey. Okay, gut. Ich will halt nur nicht erschlagen werden von diesen ganzen Eiszapfen da. So viel zu dem Thema. Ja. Diese Eiszapfen sind echt fies. Fies, ja, fies. Leute, ihr kennt euch alle aus. Wunderschön. Kann ich die Sternmünze irgendwie einsammeln? Ja, moin! Okay. Wunderschön, haben wir es geschafft. Die lösen einfach aus, sobald man auf der gleichen Ebene ist. Warte, was? Du willst mich jetzt aber hardcore verarschen, oder? Das ist ein Witz. Hier wäre irgendwo instant die dritte Starcoin gewesen. Ja, wunderschön. Dann lass mich kurz gegen Bum-Bum kämpfen und dann müssen wir uns da nochmal angucken. Ah! Bum-Bum. Übrigens, ich habe noch immer die Cap auf, weil meine Haare scheiße aussehen. Gut, Bum-Bum. Wie sieht's denn bei dir aus heute?
Okay, anscheinend hast du einen Hochsprung gelernt, wie es aussieht. Und man kann ihn tatsächlich kurzzeitig einfrieren. Oh, das ist ja sehr interesting. Alles klar. Und zack, das war's. Komplett down. Dann gucken wir mal, wo die dritte Starcoin war. Würde mich interessieren, wie wir zu der hingekommen wären. Ich habe keinen Plan. Also wirklich nicht. Naja, da war wahrscheinlich irgendwo ein geheimer Eingang, den ich komplett übersehen haben muss. Gucken wir. Okay. Dann lass mich mal schauen. Hier sieht es halt verdächtig aus. Hier irgendwo. Nein, 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 nein. Hä? Wo könnte das sein? Hier einfach... Oh, lol, einfach reinlaufen. Ich hätte mir ja tatsächlich etwas mehr erwartet, als einfach nur reinlaufen. Aber na gut, wie auch immer. Da drüben ist hoffentlich irgendwas für uns, ja. Gut. Weiter geht's mit dem nächsten Level. Feuerregen im Gletschereis. Ist das dieses Level mit den Piranha-Pflanzen, die Feuer spucken? Nee. Es sind Kastanien-Gumbas, die hier am Start sind. Na, wunderschön. Habe ja richtig Bock. Alles klar, Freunde. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich weiß noch nicht, wie man da eigentlich reinkommen soll. Oh lol, eine Luigi-Eisstatue. Ist ja richtig episch. Okay. Erste Sternmünze haben wir. Jetzt sammle ich hier noch schnell die Dinge ein, damit ich mir irgendwas Geiles gönnen kann. Und zack. Jawohl, eine Feuerblume kann ich mir gönnen. Das ist nice. Oh, das ist... Ja, ja. Jaha. Okay. Hm, zweite Sternmünze. Nice. Läuft doch. Okay, mein Kleiner. Weg mit dir. Irgendwo muss hier ein P-Schalter sein. Vielleicht hier oben. Vielleicht hier oben. Haha. Leute, ich bin der Sos. Der Sos. Nennt mich Sos. Ah, nennt mich doch nicht Sos. Lassen wir das mit dem Sos. Ja. Alles klar, aber Hauptsache haben wir das Level geschafft. Das ist das Wichtigste. Da, 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 da. Okay, wieder schön Feuerwerke und irgendein Item vom guten Toadie. Heiner, was bekomme ich denn von dir dieses Mal? Eine Feuerblume, na wunderschön. Das ist bestimmt nützlich. Alles klar. Nächstes Level wartet auf uns bereits. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir uns nicht von dem Pinkholder treffen lassen. Und die Feuerblume kommt natürlich ins Inventar. Und jetzt zack, zack und zack. Perfekt. Wagemut und Kugelwillis. Heißt das vierte Level der Eiswürfel Eisfälle, beziehungsweise eigentlich das fünfte. Und da ist ein kleiner Toadie. Alles klar, Mann. Oh, ja, das ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Okay, ist doch gut gelaufen. Alles gut. Ich dachte nicht, dass die Plattformen respawnen, deshalb... Oh, 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 oh. Wisst ihr eigentlich, wie blöd ich bin? Jetzt mal for real. Wisst ihr eigentlich, wie blöd ich bin? Oh, wisst ihr eigentlich, wie blöd ich bin? Wisst ihr eigentlich, wie verdammt scheiße ich bin? Oh, Leute, das nenne ich Skill. Alles klar. Na dann, das war nicht so skillig. Alles klar, da ist Prinzessin Peach und ein kleiner Toad-Handlanger. Finde ich schon eigentlich ziemlich schön. Also das Level-Design in New Super Luigi U ist schon, ja, etwas spezieller als in New Super Mario Bros. U. Sie haben sich schon für einiges so ein paar lustige Sachen einfallen lassen. Das muss man ihnen lassen. Okay, schnell. Okay, schnell. Oh, da haben wir uns ganz schnell den Eichelpilz gegrabt und schnell wieder weggelaufen, damit uns dieser Pinkhuhl nicht erwischt. Jetzt wird erstmal das Level Rutschpartie mit Bauchansatz gespielt. Ganz komischer Levelname, muss ich dazu sagen. Alles klar. Zack, zack. Oha, was ist denn da los? Also, natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Das war ja klar, dass da irgendwas ist. Gut. Dann,
ab in diese tolle Höhle. Ich muss halt hier wirklich alles checken, was irgendwie ein Secret sein könnte, ne? Oh mein Gott. Ich muss echt aufpassen. Jetzt hier rein? Nee, nein, 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 okay. Hier auch nicht rein, schade. Okay, da ist die erste Starcoin. Da ist die erste Starcoin. Da gibt es blaue Münzen. Die blauen Münzen weisen uns hoffentlich den Weg zur nächsten Starcoin. Okay, alles klar. Boah, Alter, wie viel wird denn hier gerutscht? Ja, moin. Wie viel wird denn hier gerutscht, ey? Das ist ja komplett geistesgestört. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Alles klar, hier schön durch. Oh no, oh no, oh no. Alles klar, ja. Die Sternmünze hier, die kann man sich eigentlich fast immer holen. Man braucht halt nur einen Pinguinanzug dazu. Das ist halt das Wichtigste. Oh, und jetzt gibt's wieder Full Speed hier. Oder auch nicht. Also unter Full Speed verstehe ich zwar was anderes, aber okay. Wie auch immer. Alles klammern. Dann dürfte hier die dritte Sternmünze auf uns warten. Aber das war ein cooles Level. Das war ein sehr cooles Level tatsächlich sogar. Meiner Meinung nach. Okay, wo war die dritte Sternmünze? Wo war die dritte Sternmünze, Alter? Ach, komm schon. Ach, nö. Oh, das ist doch lächerlich. Okay. Mopsy, wie geht's dir? Ja, ich werde mal gucken, wo die dritte Sternmünze war. Okay, dann überprüfen wir hier mal ganz fix, ob... Jawohl. Ob es hier im Wasser vielleicht auch irgendwas gibt, muss man ja auch schauen, ne? Das ist jetzt echt fragwürdig, wo die letzte Sternmünze sein könnte. Ich meine, ich habe jetzt den Pinguinanzug halt schon verloren. Das ist sowieso ganz blöd. Ich meine, hier hinten könnte natürlich irgendwas sein, ne? Oder auch nicht. Ich meine, es muss ganz klar... alles klar. Ich sag einfach mal gar nichts dazu. Wie soll man da drauf kommen? Das ist... nee. Dann würde ich sagen, fangen wir noch ganz kurz Mopsy, weil der auch gerade Bock hat, gefangen zu werden, ne? Alles klar. Du kleines Mopsy-Ding, du. Dich werden wir schon holen. Alles klar, Freunde. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber mit dem Pinguin wären wir auf jeden Fall verdammt schnell gewesen. Aha, okay. Hahaha. Mopsy, da haben wir dich ja mal fett geowned. Alles klar, was bekommen wir von dir? Wieder eine P-Eichel. Ja, ja. P-Eicheln haben wir jetzt langsam wirklich im Überfluss. Vielleicht sollte ich mal welche einsetzen. Aber P-Eicheln sind halt zum Cheaten da. Eigentlich, mehr oder weniger. Naja, jetzt werden wir uns auf jeden Fall erstmal ums Geisterhaus kümmern. Alles klar. Hier einmal durchlaufen und ab ins Geisterhaus. Das Level heißt Buhu Hula Hoop. Dann gucken wir, was hier im Buhu Hula Hoop so abgeht. Oh mein Gott. Okay. Da wäre schon mal die erste Starcoin gewesen. Glaube ich. Tatsächlich. Nee. Okay. Na, hat nur so ausgesehen. Alles klar. Da stoßt man oben gegen die Decke. Naja, man muss es ja ausprobieren. Oh Gott. Die Sachen verschwinden hier einfach. Okay. Mhm. Okay, ein sehr spezielles Level. Ein sehr spezielles Level. Okay. Na, ich meine, ich verschwende gerade dezent viel Zeit, nur um da hochzukommen. Aber das ist schon die zweite. Ach du Kacke. Okay, ja, dann ist auch wurscht. Und wir versuchen dann einfach, die erste Starcoin später irgendwo zu bekommen. Hier ist eine Eichel. Hier gibt es doch auch einen Secret Exit, oder? Wenn man nicht alles täuscht. Ich glaube, hier gab es auch einen Secret Exit. Oh, ja, moin. Ja, hier ist immerhin die dritte Starcoin. Um den Secret Exit müssen wir uns noch kümmern. Um den müssen wir uns wohl noch kümmern.
Alles klar. Boah, okay. Alles gut. Alles gut. Dann gehen wir hier einfach mal durch. Ich weiß nicht, ob hier schon das Ziel wartet. Aber ich schätze mal, ja. Ja. 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2. Ho! 3, 2. Ho! Mein Gott, ey. Das war etwas knapp, muss ich sagen. Okay, alles gut. Gut. Dann ist jetzt der Weg zum Castle frei. Das ist doch auch eine schöne Sache. Alles klar, Leute. Ja, moin. Es hat mit dem da oben zu tun, tatsächlich. Wo ich die ganze Zeit vorhin schon rumprobiert habe. Aber das werde ich jetzt in diesem Anlauf nicht schaffen, denn man muss einfach nur hier nach hinten. Ja, tatsächlich. Gut. Okay, dann nochmal den ganzen Spaß jetzt. Hier drüben ist eine Tür. Das ist halt extrem fies. Wer würde drauf kommen, dass die erste Sternmünze mit einem Secret Exit zu tun hat? Wer kommt denn da drauf, bitteschön? Es war sonst immer die dritte. Wie auch immer. Ja, alles klar. Dann würde ich aber auch tatsächlich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle. Ja. Entweder, also ich gehe jetzt halt mal essen und entweder das ist das Ende des Parts oder ich hänge noch was hinten dran, wenn der Part zu kurz ist. Also, ich sag schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Na komm, das eine Level hier geht sich noch aus. Jetzt mal ausnahmsweise ohne Cap, auch wenn meine Haare noch immer scheiße aussehen, aber ist egal. Wir spielen jetzt erstmal das Level Eisbaden im Karlross-Versteck. Okay, na dann let's go. Okay, hier ist ein Bowser Junior oder so als Schneemann. Das ist schon ziemlich funny. Muss ich dazu erwähnen. Hololol. Hohoho. Leute, was geht? Hui. Das ist ja very, very funny. Bam. Genau so wollte ich das. Oh Gott. So wollte ich das nicht. Du fettes Teil, lässt mich jetzt bitte einmal in Ruhe. Genauso wie du. Haha. Da gibt's einen Pilz für uns. Alles klar. Jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen, weil hier bestimmt gleich wieder so ein Karlross kommt. Jaha, moin. Was bin ich eigentlich für ein Lappen? Oha. Oh, was? Oh, ich habe mir bei der ersten Sternmünze zu viel Zeit gelassen, aber naja. Okay, Hilfe. Hilfe, Hilfe. 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 Oh, schade. Das One-Up haben wir nicht mehr bekommen, aber die Zeit war auch schon wieder knapp, von daher. Ja. Ich finde diese Schneemänner halt irgendwie super cute, die hier überall rumstehen. Kein Plan, Alter. Finde ich super cute. Okay. Dann haben wir wieder mal ein geheimes Level fertig gemacht. Und wir bekommen einen weiteren Weg in Welt 6. Sieht man, glaube ich, relativ eindeutig. Mit dieser tollen Knochenbahn könnten wir jetzt nach Welt 6 reisen. Machen wir allerdings nicht. Genau so sieht's aus, Freunde. Alles klar. Im nächsten Part, also der Part ist wahrscheinlich noch immer etwas kurz, aber jetzt hat er zumindest, jetzt ist er ein bisschen an 20 Minuten dran oder relativ genau 20 Minuten wird er jetzt haben. Im nächsten Part wird es dann aber gleich als erstes Level das Schloss von Wendy geben. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.